time to get off the darkest ground. The gravity pulls. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Countdown Jungpflanzenverkauf, Folge Nummer 2. Momentan wird es alles ziemlich stressig. Wir haben den ganzen Folientunnel voll mit Pflanzen und in jedem Jahr bei so einem Spendenverkauf möchte man natürlich auch immer mehr verkaufen, immer mehr spenden können und steckt deshalb immer mehr Arbeit rein. Ich habe jetzt dieses Wochenende mal 2 Tage Pause und fahre zum Nico vom bunten Nutzgarten. Und zwar fahre ich morgen früh los und ich nehme euch hier in diesem Video auch ein bisschen mit zu ihm und zeige euch aber jetzt auch erstmal eben kurz, was hier in meinem Foliengewächshaus alles wächst für den Jungpflanzenverkauf. Es ist enorm warm hier drin. Wir haben jetzt aktuell 26 Grad, Höchsttemperaturen sind so in den letzten Tagen immer 35 bis 40 gewesen. Das heißt, da keimt schon einiges und wir schauen uns das jetzt mal an. Ja, heute Abend bin ich zum Gießen hier. Ich zeige euch das mal eben alles. Es ist im Vergleich zur letzten Folge, Folge Nummer 1 von Countdown, echt nicht mehr wiederzuerkennen. Wir haben hier die ganzen Zucchinis, Gurken und hier kommen die Wassermelonen. Dann kommen hier die 400 Tomaten. Das sind mittlerweile, glaube ich, sogar mehr wie 400 Tomaten, weil auf der anderen Seite noch was ist. Wir haben hier so ein Minimum-Maximum-Thermometer angeschafft. Das setzt sich so jeden Tag zurück. Wir haben jetzt Tiefstemperatur 6,9 gehabt und Höchsttemperatur 35. Den ganzen Tag über stand heute eine Tür vom Folientunnel auf. Ja, und im Glasgewächshaus schauen wir gleich auch mal rein, wenn da ist die Temperatur noch mal ein bisschen anders. Das heizt sich ein bisschen anders auf wie das, ja, Foliengewächshaus hier. Dann stehen hier die ganzen Paprikas, wir haben hier Erbsen und Bohnen, die gerade kommen. Und hier kommt auch Mangold. Andere Seite hier wachsen Auberginen, Chilis. Hier vorne kommen dann auch schon die ersten Wassermelonen. Die sehen richtig gut aus nach der Keimung. Der Tabak wächst vor sich hin, die Erdbeeren, hier die Erdnüsse sind auch alle gut rübergekommen. Nur bei den Physalis habe ich immer so ein paar Schäden. Also die meisten Pflanzen da drin sehen echt gut aus. Aber sowas hier kann man natürlich nicht verkaufen. Weiß nicht, was die hatten. Sonnenbrand wird es, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, die hatten eher ein Problem mit 2, 3 kalten Nächten. Ja, und hier sieht man übrigens die Zuckererbsen. Die kommen in so einem 6er-Träger, werde ich die verkaufen beim Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck. Und dann geht es hier weiter. Ist noch nicht allzu viel zu sehen, aber wir haben auch noch über 2 Wochen Zeit. Hier kommen nämlich noch Zitronengurken, Spaghetti-Kürbis. Was man hier aber erkennen kann, ist einmal Kiwano. Und dann auch die mexikanischen Mini-Gurken, die haben wir hier drin, und Schwammgurken. Dann haben wir Popcorn-Mais und Grill-Mais. Soja geht da gerade auf und das hier sind alles Gurken. Ja, und da hinten hatte ich die Tage nochmal, ja, 12, 24, 36 Tomaten pikiert. Ja, ich habe es ja gesagt, hier ist die Temperatur ein bisschen anders. 32,9, jetzt 33,1 und die Höchsttemperatur war 39, also 4-5 Grad höher als im Folientunnel, und es wurde auch nachts nicht so kalt. Hier habe ich auch nicht die ganze Tür aufstehen, sondern nur 2 von 4 Dachfenstern. Aber auch so erwärmt sich das einfach ein bisschen mehr und diese Temperatur ist anders. Also im Glasgewächshaus ist das eher trockenere Luft, also es ist nicht so eine feuchte, warme Luft wie in so einem Foliengewächshaus. Also hier wächst ja alles für mich. Tagetes, die sollen in meinem Beet ja so ein bisschen, ja, für Schönheit sorgen. Dann habe ich ganz viel Zuckererbsen, Zwiebeln, Porree, Lauchzwiebeln, Gemüsezwiebeln. Die Salatplatten, die habe ich jetzt vereinzelt. Auch der Kohlrabi, der kommt richtig stark. Hier stehen dann auch meine Pflanzen, die ich selbst vorgezogen habe für mich, und auch ein paar Profi-Pflanzen. Ja, meine Tomaten für mich, die sehen auch nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Vielleicht ist das für die hier nicht ganz so optimal, weil wir auch viele kühlere Tage dabei hatten. Aber ich hoffe, das kommt jetzt alles so langsam. Da vorne wächst übrigens bunten Mais, auf dem bin ich richtig gespannt, so bunte Maiskolben. Ja, Grillmais hatte ich immer die letzten Jahre, jetzt wollte ich mal wieder was anderes machen. Und hier auf YouTube habe ich es, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, nur auf Instagram. Deswegen gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Nicht alles schafft es immer ein Video. Und wenn ihr alles mitkriegen wollt, dann einfach mal da folgen. Ich habe hier so ein eingezäuntes, ja, Gehege, sage ich mal, aber nicht, um Hasen da drin zu halten, sondern um Hasen abzuhalten. Das klappt auch bis jetzt ganz gut, haben sich noch nicht drunter hergebuddelt. Wir haben das aber auch ziemlich, ja, eingegraben, den Draht, da kommt man schwer drunter her. Und wir haben die 1 Meter Größe gewählt, wie man hier sieht, es kommt sehr hoch. Und da ist bis jetzt noch kein Hase oder Ähnliches drüber. Dahin haben wir Petersilie, Rotkohl, Kohlrabi, Brokkoli, ja, jede Menge Sachen, lila Kohlrabi, Wirsing, Petersilie hier, 24 Salatköpfe, und das Beet ist noch frei für die Sachen, die wir gerade im Foliengewächshaus gesehen haben.
Ja, und der Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck findet in 16 Tagen statt, am 7. Mai 2023. Ich mache jetzt nicht in jeder Folge eine Projekterklärung, die findet ihr aber unten in der Videobeschreibung. Was ist mein Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck genau? Da bekommt ihr ein paar Informationen, wie ihr die Aktion unterstützen könnt oder alle Infos zu dem Tag, wenn ihr vorbeikommen wollt, meine Jungpflanzen kaufen. Ja, und ich mache mich dann mal noch ans Gießen und morgen früh sehen wir uns, wenn es dann losgeht, zum Nico vom bunten Nutzgarten. Ich bin echt gespannt, wir werden auch ein eigenes Video machen, aber alles drumherum von dem Tag werdet ihr dann in diesem Video sehen. Und so ein richtig langes Interview, da wird es auch nochmal ein einzelnes Video hier auf YouTube geben, das kommt. Ich glaube am Jungpflanzenverkauf am 7. Mai online und am 30. April dann schon auf Watch Better. Ist ja immer eine Woche vorher die nachhaltige Videoplattform. Auch da findet ihr immer Videos dann in meinem YouTube Community Tab. Da poste ich das Video dann immer schon, wenn es eine Woche vorher auf Watch Better online ist. Da könnt ihr nämlich mit der Watchtime, also die Videolänge, die ihr schaut, Bäume pflanzen. Und als kleinen Anreiz von mir lade ich das da immer eine Woche früher hoch. So, es ist ziemlich früh, wir haben 6.32 Uhr, 11,5 Grad draußen. Ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Heute soll es auch ziemlich warm werden beim Nico in der Gegend. 20 Grad, ja, ich habe jetzt 4 Stunden gut Fahrt vor mir. Deswegen fahre ich mal los und bin gespannt, wann wir dann da sind. Mal gucken, was das Navi gleich sagt. So Leute, ich bin verdammt gut durchgekommen. Ich soll um 9.59 Uhr da sein. Das sind jetzt noch 7 Minuten, also ist echt nicht mehr die Welt. Dann bin ich in 3,5 Stunden durchgekommen. So eine Reise macht man ja nicht jeden Tag, deswegen bleibe ich auch über Nacht. Und das Wetter mittlerweile, wir haben hier 14,5 Grad und ja, 10 Uhr soll ich genau da sein. Ich freue mich und nehme euch gleich mal mit. So, und jetzt bin ich hier angekommen beim Nico. Ich stehe in seinem Gewächshaus. Wir drehen auch gleich noch ein ausführliches Video. Nur ich wollte euch ja auch vlogmäßig ein bisschen mitnehmen heute, was ich hier so mache. Ich bin ja insgesamt 2 Tage hier und wir schauen uns mal kurz das Gewächshaus an. Und das ist wirklich cool. Nico ist ja auch ein richtiger Profi bei Sachen Jungpflanzenanzucht. Bei dem habe ich mir viele Tipps abgeholt, wie auch beim Ralf vom Selbstversorgerkanal. Das sind so meine beiden Gärtner, sag ich mal, wo ich am meisten lerne. Und hier viele Salate, richtig viel Kohl. Und das auch alles immer in Abständen, sodass man immer wieder was nachpflanzt und auch immer was später ernten kann. Ja, hier unten ist aber auch schon was gepflanzt. Hier haben wir Kohlrabi, den Spinat hat er, glaube ich, im Herbst gepflanzt, der ist schon ganz lange hier. Und hier die Tomaten, ähnlich groß wie bei mir, die habt ihr ja gestern noch gesehen, also auch in diesem Video hier am Anfang. Ja, und bei dieser, das müsste bestimmt eine Buschtomate sein, denn da sind jetzt schon kleine Blütenansätze dran. Die wächst auch relativ dicht und kompakt, größere Töpfe. Frage ich den Nico gleich mal, was das ist. Ja, und hier dann ein Blick aufs Beet, aber das seht ihr alles im nächsten Video auf YouTube, wo ich dann mit Nico ein Interview mache und hier durch seinen Garten gehe. Und diesen Rasensprenger übrigens, den habe ich jetzt auch gekauft. So, mittlerweile haben wir ein sehr cooles Video gedreht und ich gehe jetzt nochmal ins Gewächshaus rein, weil hinter mir zieht es auch ein bisschen zu. Das tröpfelt auch immer mal ein bisschen, ist jetzt nicht allzu wild, aber ja, wir stehen ja auch im T-Shirt, weil heute ist ziemlich warm. Und hier im Gewächshaus immer noch 24 Grad. Optimal waren hier 32, also Höchsttemperatur war hier 32 Grad. 32,9 sogar. Ist echt schönes Gewächshaus. Ungefähr 1,5, sagt Nico, hat das hier gekostet. Aber das ist stabil. Da bewegt sich nichts. Das hält auch jeden Sturm. Das sind überall dicke Balken, schön zusammen verschraubt. Also, wenn Niklas das sieht hier, sowas müssen wir auch mal bauen. So, ich bin jetzt gerade im Hotel. Morgen früh fahre ich noch einmal zum Nico hin für eine knappe Stunde. Werde dann noch meine Tomate mitnehmen und wir haben noch ein paar Sachen vor, wollen noch ein Foto zusammen machen und sowas. Ja, und ich bin jetzt gerade im Hotel angekommen von Niklas von zu Hause. Gibt schlechte Nachrichten, wir hatten wohl ein Kaninchen im Foliengewächshaus. Einige Töpfe sind durcheinander geflogen, das müssen wir uns morgen mal angucken. Das meine ich eben mit, man weiß nicht, was passiert und alles kann auch passieren. Ja, zum Glück ist nicht alles kaputt, sondern nur so 10 bis 20 Pflanzen, das ist ja bei unserer Menge echt wenig. Deswegen bin ich auch noch relativ gelassen. Wir haben halt die Tür die ganze Zeit offen gelassen, weil es zu warm wird. Und dann braucht da morgens keiner hin, das aufmachen und abends keiner zumachen. Ja, die Mühe sollen wir uns aber besser machen. Ja, und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich erstmal schlafen. Und dann zeige ich euch morgen noch ein bisschen den Tag. Und wir gehen dann auch wieder bei uns in den Garten. Das heißt, es wird noch eine ziemlich lange Folge von Countdown. Morsche, wie man hier sagt. Guten Morgen, sagt man so bei uns. Und ja, wir haben
9.45 Uhr, Nico und ich sind gerade in seinem Garten angekommen. Nico macht hier so seine Runde, Gewächshaus auf, die Hasen rauslassen und so weiter. Und ich nehme euch nochmal mit, es ist wieder bestes Wetter. Ja, heute bei uns wird auch noch einiges passieren. Ich hole noch gleich eben ein paar Sachen im Gartencenter. Und dann werde ich auch bei uns im Garten noch ein bisschen was machen. Also heute in diesem Video von meinem Garten zu Nico seinem Garten und wieder zu meinem Garten. Ja, gut, jetzt zeige ich euch aber nochmal ein bisschen was. So, also hier haben wir das Gemüsebeet, hier sind auch die Markerbsen Nivita drin, die habe ich ja auch. Und die dicken Bohnen, welche Sorte ist das? Duett. Ich habe ja die Hangdown, heißt die glaube ich, von Bingenheimer. Da hinten sind Salate, den Kohl, den haben wir gestern Abend noch abgedeckt. Und heute Nacht hat es auch geregnet. Hier im Gewächshaus waren 12,8 glaube ich und draußen im Freiland 11,8, relativ mild. Aber die Tage, da soll es schon wieder kühler werden. Hier beim Nico ist 2 Grad gemeldet und bei mir sogar Minus. So, und vom Nico habe ich noch 3 Sachen bekommen. Einmal die Tomate Sunrise Bumblebee, die ist echt super. Die hatte ich vor 2 Jahren, freue ich mich richtig drauf. Eissalat Sioux, Tüte kostet 29 Cent, soll aber richtig gut sein und da ist auch einiges drin. Und dann den Zuckermais Tatonka, das sagt Nico, ist die beste Maissorte für den Zuckermaisanbau. Ja, und da bin ich mal ganz gespannt, wie die 3 Sachen bei mir wachsen werden und da werde ich auf jeden Fall berichten. So, da bin ich zurück in gewohnter Umgebung in meinem Garten und mich hat ein bisschen der Schock getroffen. Erstens, weil super viele Pflanzen enorm explodiert sind im Vergleich zu vor 2 Tagen, was ihr am Anfang von diesem Video gesehen habt. Und wir hatten Einbrecher im Garten, aber tierische. Wir hatten Kaninchen hier drin und ich zeige euch mal, was die so angerichtet haben. Also da in der Ecke ist ein Bau, da wollten die ja auch irgendeinen Topf, irgendeine Pflanze mit hinnehmen. Hier sind die dann komplett drüber gelaufen, insgesamt fehlen mir 4 und nochmal 4, 8 Tomaten. Dahin haben die auch noch eine Paprika umgehauen, sehe ich gerade. Ansonsten sehen die Tomaten aber richtig gut aus, die haben einen enormen Schub gemacht. Hier vorne sehe ich, aber das sind 2 abgefressen worden. Also das ist nun auch wirklich sehr ungewöhnlich. Bei den Wassermelonen, da sind jetzt viele gekeimt. Es sind aber auch manche da, wo eben noch nichts gekeimt ist. Und da werde ich morgen dann nachsehen. Das ist so, ich sag mal, meine Aufgabe für morgen. Ich werde das gleich mal gießen und gucken, was dann noch kommt. Und da sehe ich gerade, ist auch noch ein Hasenbau. Das muss ich natürlich erstmal reparieren. Das hier ist so ein bisschen unsere Überwachung, damit wir mal sehen, was hier nachts im Folientunnel ist. So, ein kurzer Blick ins Freiland. Hier, wo man so ein bisschen das Aufgehakte sieht, habe ich noch eine Reihe Möhren der Sorte Totsresis eingepflanzt. Hier die 4 Reihen Getreide sind ganz gut gekommen und auch die dicken Bohnen und die Erbsen, die werde ich aber in der nächsten Zeit mal düngen. Und was vor 2 Tagen definitiv noch nicht war, ist, dass dieser Fleck hier total zugewachsen ist und dass die Radieschen hier schon wieder kommen. Und wenn wir mal hier weitergehen zu unserem Hasengehege, da kann ich echt froh sein, dass die Hasen ziemlich blöd sind, weil die Hasen haben probiert, in den Garten reinzukommen, und zwar an dieser Stelle, haben dann gegraben ein Loch und sind aber dooferweise hier rausgekommen. Das habe ich gemerkt, weil ich gerade hier meinen Kontrollgang lang gemacht habe. Ja, und hier drunter geht der Gang durch. Da muss ich auf jeden Fall mal aufpassen, dass mir die Hasen da nicht so einen 10 Meter Tunnel in mein Gehege reinbauen. Aber ansonsten, ich gehe mal drumherum, Kontrolle machen. Das sieht noch ganz in Ordnung aus. Und was man hier unten am Zaun sieht, das ist übrigens Phacelia. Das kommt an manchen Stellen hier wieder raus. Das haben wir einfach jetzt wachsen lassen. Da auf dieser Ecke kommt das auch. Ja, und ansonsten, der Kohl, bis jetzt muss man ja sagen, noch ungeschadet. Fängt gut an zu wachsen, auch da oben. Wenn wir mal weitersehen, gerade Petersilie und Salat hat schon mal einen Sprung gemacht. Und bis jetzt, Gott sei Dank, noch keinen Schaden. Ich habe gerade gegossen, das wurde auch höchste Zeit. 23,5 Grad haben wir jetzt hier drin. Stelle ich die Uhr mal zurück. Habe ich eben auch schon gemacht, aber dann haben wir jetzt mal den aktuellsten Wert. Und alles ist ziemlich gut gewachsen, die Tage, wo ich weg war. Ich weiß, es waren nur 2, aber 2 Tage nicht im Garten zu dieser Zeit. Da denkt man echt, man wäre eine Woche nicht hier gewesen. Ja, hier werde ich morgen noch was aussäen. Unter anderem den Mais Tatonka, den Eissalat Sioux, also die beiden Sachen, die mir der liebe Nico mitgegeben hat. Und dann habe ich mir noch meinen Lieblingspflücksalat, den amerikanischen Braun, geholt. Den ziehe ich aber nicht vor,
Ja, und hier habe ich auch alles gegossen. Also bei den Gurken sieht man, ist fast überall eine gekommen. Mais ist auch komplett da, Soja geht ziemlich gut auf. Die mexikanischen Mini-Gurken, die Schwammgurken, die Kiwano, das kommt auch alles gut. Ja, bei den ganzen Sachen hier sieht man leider noch nichts. Die sind aber auch noch nicht so lange da. Und hier die Spaghetti-Kürbisse, die gehen gerade auf. Hier ist schon tatsächlich einiges weg gewesen. Und ja, bei den Wassermelonen, da hoffe ich auch, dass die so langsam in Quark kommen hier. Mit der Keimung ist es noch nicht so 100% gelaufen. Aber Tabak, da gehen einige Pflanzen richtig von ab. Auch die Pflanzen, die hier kommen, wenn die einmal anfangen, dann geht's. Die Erbsen auch. Und hier Mangold. Also ihr werdet das nachher beim Video schneiden, wenn ich dieses Video schneide, bestimmt sehen. Aber ich habe euch das vor 2 Tagen ja schon gezeigt. Und es war doch noch lange nicht so groß. Ich meine, ich werde es gleich nochmal sehen, wenn ich dieses Video hier schneide. Aber es ist in 2 Tagen enorm was dazugekommen. So, jetzt mache ich hier überall die Gewächshäuser zu, weil es schon am Abkühlen ist. 21 Grad haben wir jetzt hier noch. Und wir sehen im Hintergrund, da keimt übrigens Soja. Hier die ganze Platte, das ist hier so. Und hier, das ist die Wassermelone Sugar Baby von Arto und mir. Link in der Videobeschreibung, dort könnt ihr die Wassermelone kaufen. Ja, und die Tomaten hier, die sind auch alles richtig, ja, alle richtig doll gewachsen. Aber so ein paar Sachen, die stören einen dann eben doch, wenn man so in manche Platten guckt und da sind so einige Löcher drin. Das ist nicht weiter schlimm, die kommen in den nächsten Tagen, denke ich mal oder hoffe ich mal. Aber das ist immer noch so ein bisschen deprimierend. Also hier bei den Erbsen zum Beispiel sind bei beiden Platten nur 5 von 6 gekeimt. Hier sind beide Male dann 6 von 6 gekeimt, hier sind nur 4 von 6 gekeimt. Wenn wir dann mal weitergehen, ich weiß, ich bin auch ein bisschen ungeduldig, aber hier sieht man jetzt 1, 2, 3, 4 Wassermelonen von 12. Hier sind es dann wenigstens schon mal 8 von 12 und hier sind es dann sogar schon 10 von 12. Also 10, 8 sind 18 plus die 4 sind 22. Dann haben wir hier vorne noch Wassermelonen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, plus die 22 sind es also 36 von 84. Ja, das ist noch nicht allzu viel. Hier bei den Zucchini, da sind hier in der Platte 2 Stück nicht aufgegangen. Rechts ganz gut. Hier, da sind auch noch 2 Lücken. Da kommen aber auch noch viele. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier täglich weitergeht. Ja, und jetzt bin ich auch echt kaputt für heute. Das war's von dieser 2. Folge von Countdown. Alle Infos zum Jungpflanzenverkauf unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe, glaube ich, in den 2 Tagen so viel Auto gefahren und auch mit der Arbeit letzte Woche so viel Frühdienst gehabt. Jetzt bin ich echt müde und jetzt gehe ich erstmal nach Hause, schneide das Video für euch. Und morgen früh geht's dann wieder im Garten. Alles wieder aufdecken, Türen auf. So die tägliche Gartenroutine quasi. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr auch bei der nächsten Countdown-Folge benachrichtigt. Und ich kann es kaum noch abwarten auf den Jungpflanzenverkauf. Wir haben ja heute Sonntag, den 23. April. Das heißt, in 2 Wochen ist Jungpflanzenverkauf und in 6 Tagen ist schon die Botanica. Ich freue mich so unglaublich und ich hoffe, ihr seid bei einem der Events dabei.